Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Am 13. April, also diesen Dienstag, hat der Ramadan begonnen und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, wie mein erster Tag so vergangen ist, was ich so gemacht habe und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ihr habt ja am Anfang des Videos schon gesehen, wie wir zu Sahur aufgewacht sind, also zu dem Essen vor dem Sonnenaufgang. Und der Sonnenaufgang hier ist ungefähr um kurz vor 5, deswegen sind wir um 4 aufgewacht und haben gegessen, gebetet und sind dann wieder schlafen gegangen. Am Morgen ging es dann weiter mit dem ganz normalen Alltag, also in meinem Fall jetzt Arbeiten und Schulzeugs und so weiter. Und hier seht ihr, wie ich erstmal die E-Mails checke und aufschreibe, was ich an dem Tag zu tun habe. Und es war noch ein bisschen früh, deswegen habe ich erstmal die Sachen aufgeschrieben, habe mich dann an eine Hausaufgabe begeben, die ich am Freitag abgeben muss und habe dann angefangen zu arbeiten. Ich musste in Literatur einen Flyer zu einem bestimmten Thema erstellen und da habe ich einfach im Internet erstmal nach Inspiration gesucht und habe dann meinen Flyer skizziert und angefangen zu gestalten. Ich hatte schon vorher meine Notizen gemacht und die habe ich mir einmal ausgedruckt und habe dann mit dem Flyer begonnen. Nach der Hausaufgabe habe ich auch schon weitergearbeitet und dann war auch schon irgendwann Mittagspause, also erstmal Gebetszeit und dann habe ich noch, um ein bisschen runterzukommen, so ein paar Sticker gemacht, die ich gemalt hatte und habe auch nochmal neue Kalendersticker erstellt und habe somit ein bisschen meine Zeit verbracht. Dann ging es natürlich wieder weiter mit der Arbeit. Am Abend sind unsere Gardinen angekommen und dann sind wir nach Feierabend ein bisschen rausgegangen, spazieren gegangen und haben für Iftar, also für das Abendessen, ganz traditionell Fladenbrot gekauft und noch ein bisschen Süßes und sind dann wieder nach Hause gegangen. Und hier war mal wieder eine Istanbul-Katze am Start, die dann auch einen guten Abdruck hinterlassen hat. Und zu Hause haben wir dann alle zusammen das Abendessen vorbereitet und es ist immer ganz schön, wenn man nach dem ganzen Tag Fasten alle zusammen den Tisch deckt und sich einfach darauf freut. Wir machen zu Iftar eigentlich immer Suppe und Salat und noch eine Kleinigkeit dazu. Der Magen konnte sich ja den ganzen Tag ausruhen, deswegen sollte man es auch abends nicht plötzlich überfordern mit dem ganzen Essen und man wird halt wirklich satt davon. Und am Sonnenuntergang wird das Fasten dann auch schon gebrochen.
über den Tag verteilt und vor allem abends merkt man dann, wie sehr man eigentlich alles wertschätzen sollte, was man hat, weil nichts selbstverständlich ist. Und das ist ja auch eine der Hauptziele vom Ramadan, diese Wertschätzung. Nach dem Essen wird dann erstmal gebetet, dann gibt es meistens was Süßes und als letztes lese ich noch ein paar Seiten im Koran und beende somit meinen Tag. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!